Frage: Wer hat Angst vor Ken Jebsen? Hallo, ich bin ein Visionär, ein Philanthrop, einer, der seine Wahrnehmung zu Ken Jebsen mitteilen muss. Es brennt mir schon länger auf der Seele, meine Stimme zu benutzen und ein wenig Klartext über Ken Jebsen in das Weltnetz auszusenden. Ken Jebsen ist ein erstklassiger Rundfunkmoderator und freier Journalist. Die Betonung liegt auf frei. Denn er hat keinen Chefredakteur oder Eigentümer einer Medienanstalt vor sich, dem er Rechenschaft abzugeben hat oder vielleicht sogar einen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen hat, in dem steht, du darfst nichts Negatives gegen die USA oder Israel sagen oder schreiben. In Zeiten, wo wissentlich über die Massenmedien desinformiert wird, können wir alle heilfroh sein, dass Ken Jebsen seine Karriere nicht bei den öffentlich-rechtlichen Sendern fortgesetzt hat. Ken FM macht bildende Aufklärungsvideos mit zum Beispiel Titel wie Freiheit ist die Kunst, Nein zu sagen. Ken FM über Zeit und Humanismus. Ken FM über Wasser ist ein Menschenrecht oder die innere Pressefreiheit. Ken FM über Widerspruch ist die höchste Form des Patriotismus. Ken FM über Google Palästin. Suchet und ihr werdet finden. Man schaue sich nur mal die Landesgrenzen Palästinas von 1948 bis 2000 an. Gleicht diese Schrumpfen einem Terrorstaat? Wohl kaum. Okay, weitere empfehlenswerte Videos. Ken FM über EU will Medikamentenversuche an Menschen erleichtern. Ken FM über Geist ist geil. Über Bewusstsein, du hast die Wahl, nutzt du sie? Ken FM über Hardware und Software oder rechts und links oder stell dir vor, es ist Krieg und keiner erinnert sich im Text. Ken FM über die Arroganz der Macht oder was ist Propaganda? Ken FM über Information ist die Währung der Demokratie. Nachdenken über Zuschauerdemokratie. Dieses Video wurde bisher 500.000 Mal angeschaut. Das wiederholte Wort Demokratie in den Titeln und der Inhalt dieser Videos sind aus meiner Sichtweise ein Schlüsselmoment. Ein Schlüsselmoment der wiederbelebten Montagsdemos, die landesweit wieder stattfinden. Ken FM, Ken Jebsen spricht das aus, was viele Menschen denken und fühlen. Einer vom Volk für den Weltfrieden. Weitere Bildungsvideos. Ken FM über Merkel entdeckt ihr Herz für das Völkerrecht. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor der Wahl versprochen wurde, auch nach der Wahl passiert. Ein Zitat von Angela Merkel. Und so eine Person wurde wiedergewählt. Da stimmt was mit der Wahrnehmung nicht. Weiter im Text. Ken FM über Konkurrenz ist gut für das Gasgeschäft. Oder Nachdenken über gelebte Demokratie, Krim kontra Kiew, Ken FM am Set, Montagsdemos am Brandenburger Tor, 24.03.2014. Ich wünsche mir auch den Wandel durch Handel. Meldet das Staatsfernsehen ab und ignoriert es, denn es ist nicht mehr neutral. Wir werden in diesem Land viel zu britisch regiert. Das muss aufhören. Das menschenverachtende Imperium lebt und Ken FM klärt darüber sehr gut auf. Wenn es nach mir gehen würde, dann verdiene Ken Jebsen ein Jahresgehalt von 600.000 Euro, nicht ein Klaus Kleber wie beim ZDF von unseren GEZ-Fondsgebühren finanziert. Nachdem ich das Interview Ken FM im Gespräch mit Jürgen Rose, Oberstleutnant außer Dienst sah und die Zahl 300.000 war, interagierten meine Gehirnzellen miteinander und so entstand der Gedanke zu diesem Video hier. Jetzt wird es wichtig. Am Montag, den 16.06.2014, spielt Deutschland Portugal bei der Fußball-WM in Brasilien. Und die Fanmeilen bzw. die Friedensmeilen werden landesweit voll sein. Das kann ein historisches Datum für die Montagsdemos werden. Wir müssen diese Chance nutzen, um noch mehr Menschen zu erreichen für Veränderung. Wer mir bis hierhin gefolgt ist, dem danke ich für seine Aufmerksamkeit und der möge dieses Video bitte bewerten, teilen, hinzufügen und dem KenFM-Team einen lieben Kommentar hinterlassen.
Ich will meinen Vortrag mit einem Zitat von Leonardo da Vinci beenden. Es gibt drei Gruppen von Menschen. Solche, die sehen, wenn man es ihnen zeigt, und solche, die nicht sehen. Ken Jebsen ist ein Seher, jemand mit wirklichen Überzeugungen, eine Stimme des Volkes, einer von der Volkslobby. In dem Sinne, bleib informiert, was passiert, und bleib friedlich.